Ja, was zeichnet einen Klinikclown aus? Ein Klinikclown hat sein Herz auf dem rechten Fleck. Ein Klinikclown ist unbelastet von den Eindrücken, die es in so einem Krankenhaus, Altenheim, Behinderteneinrichtung gibt und kommt mit seiner Leichtigkeit, mit seiner Freude daher. Und dabei interessiert es ihn nicht, ob der Gegenüber irgendwelche Einschränkungen hat, irgendwelche Sorgen hat. Wir spielen mit allem. Der Klinikclown kann mit allem spielen. So frei ist er, so einfühlsam ist er und so lieb ist er. Es kommt vor, dass zum Beispiel Kinder, die in der Klinik sind, Aggressionen haben. Warum? Es wird den ganzen Tag irgendwas mit denen gemacht. Und dann kommt der Klinikclown und lässt sich zum Beispiel mit einem Luftballon vom Kind verprügeln. Das ist der schönste Tag der Woche, wenn das Kind mal mit dem Zeug raus kann. Das tut richtig gut. Und es freuen sich alle über die Klinikclowns, die Ärzte, die Pfleger, die Eltern. Jedem schenkt der Klinikclown ein Lächeln. Und in erster Linie geht es darum, einen Kontakt herzustellen. Einen sanften, leichten, lockeren Kontakt. Es geht nicht darum, irgendetwas besonders Tolles zu inszenieren. Gar nicht. Überhaupt nicht nötig. Das ist der Klinikclown. Viel Freude!